Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium, Tiermedium und spiritueller Coach. Und in diesem Video gibt es ein Channeling. Heute weiß ich noch nicht, wen ich channeln darf oder worum es geht. Ich spüre aber schon diese starke Sogkraft, eine sehr starke Präsenz und auch eine sehr große Wärme. Also mein Herzraum geht auf und ich freue mich eben schon sehr darauf, was gleich passieren wird. Bevor ich allerdings starte, möchte ich dich einladen, denn morgen am Samstag, dem 12. Februar, startet der kostenlose Reichtumskongress. Der geht über 10 Tage, es werden 40 Speaker mit dabei sein und ich darf eine davon sein. Und es geht wirklich darum, Seele und Reichtum miteinander zu verbinden und wirklich Fülle in jeglicher Hinsicht anzuziehen. Es lohnt sich also auf jeden Fall mit dabei zu sein. Ich werde unter dem Video den Link posten und freue mich, wenn du auch mit dabei bist. Jetzt verbinde ich mich und wir schauen, welche Botschaft zu uns kommen möchte. Meine lieben Erdenkinder, meine lieben Tiere, Mutter Gaia, ich bin hier, ich bin Franz von Assisi. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten, zwischen den Lebewesen, zwischen allem, was ist. Ich bin hier, um für euch und zu euch zu sprechen. Denn es ist an der Zeit, euch noch mehr zu vernetzen, noch mehr die tiefe Verbundenheit zu fühlen und gegenseitig voneinander zu lernen. Es ist an der Zeit, achtsamer zu sein, im Hier und Jetzt zu leben. Öffnet die Augen, öffnet die Ohren, öffnet die Herzen, dann werdet ihr es wahrnehmen. Wir, die Tiere, wir sind an eurer Seite. Wir sind hier, um zu kämpfen. Wir sind hier, um wach zu rütteln. Wir sind hier, um Herzen zu öffnen. Wir sind hier, um euch zu spiegeln, euch zu zeigen, wer ihr wirklich seid. Wir nehmen wahr im Hier und Jetzt. Wir sind frei von Ego, von Ich-Bewusstsein. Wir fühlen die Verbundenheit. Wir folgen unserem Innersten. Wir folgen unseren Instinkten. Wir leben im Hier und Jetzt. Und wir wollen euch erreichen. Wir wollen gemeinsam den Weg gehen und wir wollen euch führen. Doch ihr hört oftmals nicht genau hin. Denn ihr seid in eurer Welt, ihr seid in eurem Tunnel, ihr seid in eurem Hamsterrad. Wir bitten euch, haltet inne, atmet ein, atmet aus und fühlt euch, fühlt uns. Denn alles, was ihr braucht, ist hier. Es ist jetzt da. Es ist in euch. Und wir sind hier, um es euch zu zeigen. Habt den Mut, nach innen zu sehen. Habt den Mut, zu erkennen, wer ihr wirklich seid. Und habt den Mut, das im Außen zu zeigen. Denn das ist es. Das ist die Kunst, euch wirklich und wahrhaftig wahrzunehmen. Liebt euch, steht zu euch und bringt euer ureigenes Licht in die Welt. Denn genau so sind wir an eurer Seite und lieben euch. Bedingungslos. Ihr glaubt oftmals, dass wir nur an eurer Seite sind, weil ihr uns Futter und ein Dach gebt. Doch es ist viel mehr. Wir sind eure Seelenbegleiter. Wir sind eure Herzensbegleiter. Und so seid ihr die unseren. Wir können noch so viel mehr voneinander lernen. Wir können noch so viel stärker an der Seite der anderen sein. Seid bereit und erkennt, dass wir mehr sind. Mehr als Tiere. Mehr als Wild, Haustiere, mehr als diese Wesen, die einfach an eurer Seite sind. Wir sind viel mehr. Wir sind eure Seelenbegleiter. Wir öffnen eure Herzen und wir zeigen euch euer wahres Ich. Seid bereit, in unsere Augen zu sehen und es zu erkennen. Seid bereit, in unseren Augen euren Spiegel zu erkennen. Wir sind immer da. Ob bei euch zu Hause oder in der Natur, wir sind da. Und wir zeigen euch alles, was ihr braucht. Ich bin Gaia. Wir sind eins. Denn ihr seid aus meinem Schoß geboren und ihr werdet in meinen Schoß zurückkehren.
Wir sind füreinander da. Denn so wie ich euch liebe, Fülle schenke, euch alles zur Verfügung stelle, so seid ihr für mich da. Ich weiß, dass ihr mich liebt. Ich fühle die Energien, die ihr mir schenkt. Und ich möchte euch danken. Ich möchte euch danken für euer Licht. Ich möchte euch danken für eure Bemühungen. Und ich möchte euch bitten. Ich bitte euch, mich wieder zu fühlen und euch selbst dadurch wahrhaftig wahrzunehmen und anzunehmen. Denn das, was der Ursprung war und ist, ist unsere Verbundenheit. Ihr seid ich und ich bin ihr. Wir können nur gemeinsam existieren, leben und wirken. Denn gemeinsam sind wir. Fühlt es. Denn in mir, mit mir, werdet ihr es wahrnehmen. Dort könnt ihr es fühlen. Nur dort nehmt ihr euer wahres Inneres wahr. Die Natur, die Pflanzen, die Erde, das Wasser, das Licht. Es ist alles für euch da. Es ist Fülle. Betet nicht die falschen Götter an. Konzentriert euch nicht ausschließlich auf Materialismus. Konzentriert euch nicht auf das Künstliche, denn es ist so vieles künstlich in dieser Welt. Es ist an der Zeit, das Echte zu fühlen. Es ist an der Zeit, euch zu besinnen. Auf euer wahres Ich, auf eure wahre Natur, auf meine wahre Natur. Wir sind eins. Ich liebe euch und ich danke euch, dass ihr mich liebt. Ich bin Franz von Assisi. Ich verbinde euch und ich wünsche mir, dass ihr es fühlt. Legt all die Scham, all die Schuld ab. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben. Denn alles, was geschehen ist, hat euch hierher geführt. Alles, was geschehen ist, hat zu dieser Entwicklung geführt. Hört auf zu hadern, sondern nehmt es an. Ihr könnt jederzeit alles verändern. Und jetzt ist es an der Zeit. Ich fühle es, dass ihr es wahrnehmt, dass ihr immer mehr spürt, was nicht echt ist. Es ist an der Zeit, wieder achtsam miteinander umzugehen. Achtsam mit Mutter Erde, mit den Tieren, mit der Natur, mit den anderen Menschen. Es ist an der Zeit, dass ihr alle wieder zu einem werdet. Es ist an der Zeit, dass ihr es annehmt. Erkennt die Liebe und erkennt die Fülle. Und ihr werdet nie wieder in Angst leben. Es ist alles da, im Hier und Jetzt. Ich bin an eurer Seite. Ich führe euch zusammen. Ich verbinde euch. Denn ich liebe euch. Und ich danke euch. Eine wundervolle Energie. Ich brauche gerade wieder einen Moment, um zurückzukommen. Es war jetzt ja, wirklich Schlag auf Schlag von Franz von Assisi zu den Tieren, zu Mutter Erde, zurück zu ihm. Und ich habe gerade eben auch sehr präsent am Ende noch so diese goldene Lichtenergie wahrnehmen dürfen. Und Franz von Assisi war ja eine Inkarnation des aufgestiegenen Meisters Kutumi. Und er hat ja, also er steht auch sehr stark für Erdung. Es ist so ein Weltenlehrer, so eine ähnliche Energie wie Sananda in der Inkarnation Jesus. Und natürlich auch wieder sehr eigen, aber trotzdem, es ist so, so hochenergetisch. Es ist so diese innere Weisheit, diese innere Ruhe, die ich eben auch wahrnehmen durfte. Franz von Assisi, der ja eben auch der Schutzpatron der Natur, der Tiere ist. Und es ist so eine schöne Energie und nochmal diese Verbundenheit zu fühlen. Das ist etwas, was wir auch ganz oft lehren. Wir bieten ja die Oela-Tiercoach-Ausbildung an. Und da arbeiten wir auch sehr energetisch mit den Tieren. Also ein großer Teil ist medial in dieser Ausbildung, in der es wirklich auch darum geht, die verschiedenen Tierseelen zu verstehen, zu fühlen. Warum sind sie hier? Was lehren sie uns? Wir integrieren sehr stark den Spiegeleffekt. Was spiegeln uns Tiere? Was triggern sie? Wie können wir von ihnen lernen? Und wir hatten gerade eben wieder das wöchentliche Meeting. Und
beziehungsweise eines davon. Und das war auch so wundervoll, wieder zu erkennen. Ja, so hängt es zusammen, so fügt es sich. Und das können wir daraus lernen. Und deswegen sind wir so und so zusammengeführt worden. Es ist so fantastisch, wie dieser große göttliche Plan funktioniert, wie diese Zahnrädchen der geistigen Welt ineinander greifen. Es ist einfach nur wundervoll. Und man kann nur vertrauen, wenn man das wahrnimmt, wenn man das fühlt, dann spürt man einfach, ja, es ist alles gut. Und das ist es definitiv eben, wenn man im Hier und Jetzt ist, wenn man diese Verbundenheit spürt zu Mutter Natur, die Liebe zu den Tieren, zu anderen Menschen. Es ist einfach schön und das ist es, wo wir immer mehr hingehen. Bei all dieser Spaltung, die so augenscheinlich da draußen passiert, nehme ich immer mehr wahr, dass wir zusammenrücken, dass wir zusammenwachsen, dass wir uns wieder wahrnehmen und fühlen. Und genau das ist es, worum es geht. Und das ist auch Fülle, das ist Reichtum, das ist eine neue Ebene, die wir anstreben. Und ich sage immer, Materialismus ist nichts Schlechtes. Wir sind ja auch in dieser 3D-Welt, wir dürfen auch genießen. Worum es aber im Endeffekt geht, das ist das Innere. Die Seele, die innere Fülle, der Bestimmung zu folgen, das ist es, was einen glücklich machen kann. Und alles andere ist oftmals nur eine Kompensation von irgendetwas. Also wenn du auch Lust hast, mehr über unsere Oela Tiercoach-Ausbildung zu erfahren oder auch unsere Mediums-Ausbildung, dann melde dich gerne bei uns. Wir bieten kostenlose Beratungstermine an und dann kannst du noch mehr erfahren. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit. Ich danke dir für dein Sein, für dein Tun und wünsche dir alles Liebe.